Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal und allen da draußen einen wunderschönen vierten Adventssonntag. Wenn ihr heute draußen unterwegs seid, Weihnachtsmarkt oder sonst wo, dann wünsche ich euch, dass ihr viel Sonne habt. Wetter ist ja gut. Es ist Sonne da, also zumindest bei uns hier in der Gegend, im Rhein-Neckar-Raum. Und es ist natürlich kalt, ne? Also warm anziehen und ja, lasst es euch gut gehen. So, im heutigen Video geht es um Designer-Düfte, die ich mir immer wieder nachkaufen werde. Ne? Da werde ich auch mehrere Teile machen. Ich werde auch euch die Düfte auch nochmal einzeln vorstellen. Ne? Pardon. So, los geht's. Job Om. Zu Job Om habe ich ja schon ein Video gemacht und da brauche ich eigentlich gar nichts mehr groß erzählen. Job Om ist ein Duft, ein Designer-Duft, der hat immer noch Power, Ausstrahlung, Projektion, Haltbarkeit, immer noch überirdisch. Also da könnt ihr im Grunde genommen eigentlich nichts verkehrt machen, ne? Bei so einem Duft. Den werde ich mir persönlich, soweit es geht, immer wieder nachkaufen. Ne? Und da gibt es praktische 200 Milliliter Pulle. Ne? Da ist ordentlich was drin. Kosten tut er auch nicht viel. Und erst einmal grundsätzlich für alle, die gut duftend, gut riechend unterwegs sein wollen, die brauchen nicht viel Geld auszugeben. Ne? Man kann auch schon mit relativ kleinem Budget kann man gut duftend unterwegs sein. Ne? Also, das ist Nummer 1. So, Nummer 2. Da habe ich ebenfalls auch eine 200 Milliliter Pulle. Und zwar den CK Shock. Ja, der CK Shock, warum werde ich mir den immer wieder nachkaufen? Ganz einfach. Das ist ein Flanker in der ganzen CK-Reihe, also von Calvin Klein. Das ist allerdings ein reiner Winterduft und im Gegensatz zum CK One ist es ja ein Duft, den kann man mit dem One eigentlich ja gar nicht vergleichen. Ne? Das ist ein Winterduft, der ist würzig, der hat irgendwas. Und das Schöne ist, der hält einen ganzen Tag. Projektion würde ich sagen jetzt normal, also wenn er, sag ich mal jetzt, den im Office oder im Büro, daheim, wo auch immer, tragen wollt. Der Duft ist nicht aufdringlich. Das ist, wie gesagt, ein gut Duft, also ein gut würziger Duft. Und der hält vorneweg 8 Stunden. Ne? Auf den Klamotten sogar noch länger. Ne? Also es ist absolut von der Projektion, Haltbarkeit die Überraschung. Und ich persönlich, mir gefällt der Duft. Ich habe den, ich glaube schon vor 3 oder 4 Jahren, der Duft ist ja schon eine ganze Weile auf dem Markt, da hatte ich mir den mal in der Parfümerie, hatte ich den mal getestet, oder Drogerie war es, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube Parfümerie. Da hat er mir gar nicht so gefallen. Ne? Weiß nicht, woran das liegt. Da ist ja Gurke drin, oder ja, ich glaube, der riecht ein bisschen nach Gurke, ne? Aber mir persönlich gefällt die Duftrichtung und den würde ich mir jederzeit wieder nachkaufen, ja. Also, CK Shock ist übrigens auch eine Empfehlung vom Jeremy Fragrance, der hat den anfangs in seinem Video immer wieder gezeigt und ich muss sagen, das ist zu 1000%ig, kann ich das unterstützen. Also, da könnt ihr nichts falsch machen mit dem, ne? Okay. So, Joe Savage, zu Johnny Depp, brauche ich auch nichts dazu sagen, ne? Absolut der Duschgel-Duft, der, ja,
der 2000er, 2010er, 2020er. Man kam zu dem Duft, das ist jetzt das EDP. Ich habe das EDC, habe ich nicht. Der EDC riecht ein bisschen frischer. Ne? Also der riecht ja auch frisch, ne? Klar. Der hat erstens mal hat er die Dior Sauvage DNA drin. Dann ist er von seiner Ausstrahlung, Haltbarkeit her länger. Und er wirkt, also auf mich wirkt er nicht so synthetisch. Der Dior Sauvage ist, ja, der hat eine gewisse Synthetik drin. Ne? Und dann ist ja noch dieses Ambroxan, dieser Geruchsverstärker da, dieser Duschgel-Geruch. Also im Sommer mag wahrscheinlich das EDC etwas besser sein, aber ich persönlich, also für meine Zwecke, finde ich das EDP besser. Aus dem einfachen Grund, weil der Duft ist, der ist universeller einsetzbar. Den könnt ihr also abends, ne, im Sommer, ja, wenn ihr abends mal essen geht, ne, oder meinetwegen auch in die Disco-Club, was auch immer, da könnt ihr den Duft auch tragen. Tut nicht weh. Vom Preis her ist er, glaube ich, ein bisschen teurer als das EDC. Ne? Ich werde natürlich auch mal hier im nächsten Jahr, habe ich vor, da will ich mir mal das Parfüm, also mit der etwas höheren Duftkonzentration holen. Und dann hatte ich eigentlich noch vor, mir mal das Elixier zu holen. Das Elixier wird ziemlich also gehypt im Moment, auch von Parfumo. Und insofern denke ich, das ist eine lohnenswerte Anschaffung. Ne? Okay. Ja, der nächste Duft. Hugo. Hugo Boss. Und zwar der Hugo. Hugo. Ja, den gibt es schon sehr, sehr lange. Ne? Das ist ein Duft, der hat auch eine krasse Haltbarkeit. Ich weiß allerdings nicht, weil das ist ein älterer Batch. Bei dem neuen, da ist die Schrift größer. Da müsst ihr mal gucken, für alle, die das EDC kennen, wie der neue ist, weiß ich nicht. Aber der alte ist Projektion, Haltbarkeit. Also, das ist ein klasse Duft. Auch ich benutze den relativ häufig. Ne? Den kann man, das ist ein Winterduft, kann man aber auch als Sommerduft nehmen. Ne? Der riecht frisch, Apfel und Bergamotte, weiß nicht, was da alles drin ist. Ne? Ist auf jeden Fall ein Duft, der mir persönlich besser gefällt als Boss Bottled. Das ist eigentlich mein Hugo Boss Favorit. Und der Duft persönlich, der kostet auch nicht viel. Ne? Ich glaube, da kostet auch, glaube ich, die 75 ml. Die liegen auch, glaube ich, bei 30 Euro. Das sind übrigens alles Düfte, genau wie der hier. Ne? Das sind Preis-Cheapies. Bis auf den Dior Sauvage, der ist natürlich ein bisschen teurer. Ne? Aber das sind Düfte, die kosten alle... Die kosten alle nicht dreistellig. Das sind Parfüms oder Düfte, die kriegt er unter 50 Euro. Ne? Und die sind ihr Geld definitiv wert. Also, wer eine Alternative sucht zu Boss Bottled, das ist der Hugo. Mir persönlich gefällt das sehr gut und den werde ich mir auch immer nachkaufen. Ne? So, last but not least, Jill Sanderman. Ich habe den ja mal schon mal in meinem bisschen in meinem Comedy-Video vorgestellt. Ne? Der Duft ist, das ist Sommer, Sonne, Strand. Wenn ihr irgendwo Italien, Spanien, ihr seid auf Malle, ihr seid in der Türkei, so, den könnt ihr morgens zum Frühstück nach dem Duschen draufsprühen. Ihr könnt den am Strand benutzen, ne? Am Strand mitnehmen. Das ist Strandfeeling pur.
Der einzige Nachteil, und das ist so der Nachteil, ich hatte ihn ja schon vorgestellt in einem anderen Video noch, Düfte, die ich mir nicht mehr nachkaufen werde, ne? Weil einfach die, nee, halt, pardon, das war der Zara-Duft, ne? Aber da habe ich ein bisschen geschwankt, ne? Ob ich mir den wieder nachkaufe. Ja, ich werde mir den wieder nachkaufen. Aus dem einfachen Grund, aber da habe ich auch noch eine 200 Milliliter Pulle, die geht nicht so schnell leer. Das Ding ist einfach die Haltbarkeit. Die Haltbarkeit ist auch hier relativ schlecht, ne? Also hier müsst ihr öfters nachsprühen. Aber der Duft ist es einfach wert, weil der ist A, er ist preiswert, ne? Da zahlt er auch nicht mehr als 20 Euro. Ihr müsst mal gucken, bei Notino, ich glaube Notino, Brasti, online kriegt man den Duft hier super günstig. Ne? Da könnt ihr im Grunde genommen nichts falsch machen. Ne? Und für all diejenigen, ach, die den Duft noch nicht kennen, ja, das ist richtig. Also wie gesagt, wer Strandfeeling im Winter will, der sprüht sich das Ding hier ins Office und da kommen die Palmen, wachsen dann aus den Dings, aus den Tischen raus. Ist auch einer meiner Favorites, ne? Wie gesagt, einzigster Punkt, Kritikpunkt, ja, die Haltbarkeit, ne? Das ist nicht so der Hit, aber er gehört halt nun mal, er gehört halt dazu. Ja, das sind die Düfte, die ich mir eigentlich immer wieder nachkaufen werde. Wie gesagt, ich werde da noch mehrere Teile draus machen. Es gibt noch mehr Düfte, die ich dann vorstellen werde. Unter anderem gibt es von Latafa, habe ich ja euch auch schon vorgestellt, ne, den einen oder anderen Duft, ne. Da gibt es so ein paar Dinger, die werde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Ne? Das ist natürlich immer eine Sache, ne? Ob es den Duft dann noch gibt. Ne? Manche Düfte werden eingestellt, ne? Das habe ich schon oft gehört. Ne? Zum Beispiel auch bei dem CK Shop war irgendwie mal die Meldung, ja, der Duft ist eingestellt worden. Und man kriegt den überall noch, ne? Also den Easy Cosmetic und Presti, Notino, die haben immer wieder. Entweder gibt es da unbegrenzt Vorräte oder man hat einfach öffentlich gemacht, um den Duft ein bisschen, zu forcieren, ne? Dass die Düfte auch gekauft werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist aber mir persönlich egal. Wie gesagt, solange es den Duft gibt, werde ich mir den immer wieder kaufen. Ne? Und Job, ganz klar. Ne? Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Euch allen wünsche ich, wie gesagt, noch einen schönen Adventssonntag, einen vierten Adventssonntag. Lasst es euch gut gehen. Gabt euch wohl. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach ein kostenloses Abo da, ne? Gebt mal einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, Leute.